Herzlich willkommen zur Mediuspreisverleihung 2020. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur GMK, des Deutschen Kinderhilfswerks, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg sowie der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen. Der Medius wird seit 2008 bereits vergeben, und zwar für innovative, wissenschaftliche und praxisorientierte Abschlussarbeiten aus dem Medienbereich. Und er konzentriert sich auf den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis und erfordert interdisziplinäre sowie internationale Perspektiven. Denn wissenschaftliche Arbeiten sind natürlich sehr wichtig, weil sie darauf aufmerksam machen, was so die Trends in der Gesellschaft sind, wo sich die Gesellschaft so hin entwickelt und insgesamt natürlich mit ihren Medien und das auch strukturieren und einordnen. Und das wollen wir natürlich belohnen, und diese Arbeiten sollen eben dabei helfen, diese Entwicklung besser zu verstehen. Der Mediuspreis holt also junge Forschung ans Licht. Und die Arbeiten werden ausgesucht von einer Jury, also aus einer hochkarätigen Jury, aus Vertreterinnen der Veranstalterinnen, aber auch von den Hochschulen selbst. Die Juroren für den Medius 2020 sind Sophie Pohle vom Deutschen Kinderhilfswerk, Dr. Friederike von Groß von der GMK, Christian Kitter von der FSF, Sabine Kühne-Schwarz von der MABB, Professor Dr. Friederike Siller von der Technischen Hochschule Köln und auch Professor Dr. Carola Richter, die kennen Sie eben noch aus dem Sommerforum Medienkompetenz aus der Diskussion von der Freien Universität Berlin. Und wir hatten eine ganze Menge Einreichungen. 21 Arbeiten sind eingereicht worden für den Medius 2020, und auch die thematische Bandbreite war sehr groß. Das heißt, es hat eigentlich gereicht vom Teilen von Kinderfotos in sozialen Medien, Audiospiele für Sehbehinderte waren dabei. Es gab eine Einreichung zu Sexpodcasts und ihre Rolle bei der Aufklärung. Es ging um Umweltbildung in digitalen Medien. Also es waren viele tolle, spannende Themen dabei, und wir wollen jetzt auf jeden Fall die aus Sicht der Jury drei besten Arbeiten auszeichnen. Wir beginnen mit Platz 3. Eine Videolaudatio kommt dort von Professor Dr. Friederike Siller von der Technischen Hochschule Köln. Ein Hallo aus Köln. Ich wäre sehr gerne heute bei Ihnen, um mit Ihnen gemeinsam die Verleihung des Medius zu feiern. Freue mich aber, dass ich nun auf diesem Wege die Möglichkeit habe, meine Laudatio für die Abschlussarbeit von Sarah Spanruft und Tobias Titt halten zu dürfen. Sarah Spanruft und Tobias Titt richten mit ihrer Arbeit den Blick auf jüngere Kinder. Den Ausgangspunkt bilden deren zunehmend digital geprägte Lebenswelten. Im Fokus stehen bei ihnen die Kindertagesstätten. Es geht also um die Einrichtungen, in denen Kinder dieser Altersgruppe viel Zeit verbringen. Wie ist Medienpädagogik in diesen Einrichtungen implementiert? Diese Frage ist für die Medienpädagogik und für die soziale Arbeit hochrelevant. Leider ist sie nach wie vor wenig beforscht. Deshalb ist es gut, dass Spanruft und Titt diesem Thema nachgehen. Und sie tun dies auf hohem fachlichem und wissenschaftlichem Niveau. Spanruft und Titt führen zwei Studien durch. In einer ersten Studie leisten sie eine Politikfeldanalyse rund um die Bildungsgrundsätze des Landes Nordrhein-Westfalens und die dazu stattgefundenen politischen Prozesse im Kontext von Medien in Kitas. In einer zweiten Studie untersuchen Spanruft und Titt den Stand medienpädagogischer Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Dazu haben die Autoren zahlreiche Interviews und eine Befragung ausgewählter Akteure aus der Medienpädagogik, der Familien- und Bildungspolitik sowie aus der Praxis der frühkindlichen Bildung durchgeführt. Beide Autoren führen die Ergebnisse der Studien geschickt zusammen, und sie leiten daraus Bedarfe für die Handlungspraxis ab. Diese zielen im Kern auf eine medienpädagogische Professionalisierung von Fachkräften. Die Autoren konnten mittels ihrer Studien einerseits das komplexe Geflecht aus Akteuren mit diversen Interessenslagen und beteiligten Netzwerken abbilden. Andererseits konnten sie Spannungsfelder identifizieren. Und nur wenn diese Spannungsfelder erkannt und auch bewältigt werden, können medienpädagogische Initiativen in der frühkindlichen Bildung gelingen. Die Ergebnisse zeigen auch, dass medienpädagogische Konzepte in den Kindertagesstätten bislang nur wenig zum Einsatz kommen. Eine wichtige Ursache ist, die medienpädagogische Kompetenz der Fachkräfte ist in der Fläche noch nicht ausreichend vorhanden. Spanruft und Titt ist eine Masterarbeit von hoher theoretischer und methodischer Schärfe gelungen. Sie ist davon motiviert, die Bedingungen für eine frühkindliche Bildung im Kontext digitaler Medien nicht nur zu analysieren, sondern auch zu verbessern und mitzugestalten.
Die Ergebnisse sind für Theorie und Praxis gleichermaßen interessant. Und sie enthalten nachhaltige Impulse für Kitas und Entscheidungsträger im Bereich frühkindlicher Bildung. Die Jurymitglieder wünschen den Autoren, dass ihre Arbeit gelesen wird und dass sie einen Beitrag dafür leisten wird, dass auch schon jüngere Kinder eine gute, qualitätsvolle medienpädagogische Begleitung erfahren. Wir bedanken uns ganz herzlich für diese Arbeit, Sarah Spannruft und Tobias Titt. Einen herzlichen Glückwunsch. Und Sie sind heute hier, Sarah Spannruft und Tobias Titt. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf leider nicht mit Händeschütteln gratulieren, aber trotzdem kommt es natürlich von Herzen. Alles Gute. Haben wir noch ein Mikrofon für meine Gäste? Da kommt Mischka. Mischka ist hier der Mann für alles bei Alex TV. Vielen Dank. Schön, dass ihr bei mir seid. Ihr dürft das auch gerne selber in die Hand nehmen. Vielleicht ist das sogar Corona-konformer. Auf jeden Fall würde mich interessieren, nun habe ich hier zwei Preisträgerinnen stehen. Warum habt ihr diese Arbeit denn gemeinsam geschrieben? Warum habt ihr euch dafür entschieden und nicht gesagt, ja, jeder macht halt irgendwie seins? Naja, während unseres Masterstudiengangs waren Gruppenarbeiten oder Teamarbeiten schon ziemlich angesagt und da haben wir irgendwie festgestellt, dass wir ein gutes Team sind und genau, haben dann gedacht, das probieren wir auch bei der Masterarbeit und noch dazu kann man natürlich viel mehr in die Tiefe gehen und unsere Masterarbeit beinhaltet ja auch zwei Forschungsstränge, das heißt, man kann einfach ein Thema viel intensiver beleuchten, also auch methodisch sozusagen, genau. Ja, danke. Ihr seht vor euch und hinter uns ist es auch nochmal eine kleine Sketchnote, die der liebe Benjamin Felis für uns vorbereitet hat. Der hat sich sozusagen eure Arbeit vorgenommen und hat daraus dieses kleine Kunstwerk kreiert. Da kann man es vielleicht sogar noch ein bisschen besser sehen. Und da sieht man eben auch, da steht was von institutionelle Hürden und dann den Weg frei machen, so hier unten. Und euch ist nämlich aufgefallen, dass bei der Medienkompetenz der Fachkräfte in den Kindertagesstätten ist da schon auch noch die eine oder andere Hürde gibt, so will ich es vielleicht mal ausdrücken. Woran liegt denn das? Habt ihr da eine Erklärung für? Naja, also, Tobias? Sagen wir mal so, wird die eine oder andere Hürde, uns war wichtig, dass wir das quasi fernhalten. Kommt ruhig ein bisschen vor, ja, damit die Leute euch noch besser sehen. Dass wir die Hürde fernhalten von dem, was möglicherweise daran begründet, dass Erzieher und Erzieherinnen möglicherweise nicht die zutreffende Kompetenz haben, sondern es hat auch strukturelle Gründe. Ja, also Politik in NRW zum Beispiel formuliert bestimmte Anforderungen an frühkindliche Bildung, stellt aber nicht die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, sodass Erzieherinnen und Erzieher so im alltäglichen Praxisgeschäft darauf angewiesen sind, einfach auch für sich zu priorisieren, was können sie leisten. Und das sind die Vordergründe, zum Beispiel Inklusion und auch Sprachbildung und Medienbildung, Medienpädagogik tritt da stark in den Hintergrund. Und wenn wir aber nochmal bei den Hürden vielleicht bleiben oder auch beim Weg frei machen, wenn wir das nämlich mal so von politischer Seite betrachten, da hat man manchmal das Gefühl, das Thema ist sehr schwierig zu implementieren. Habt ihr ein Gefühl dafür bekommen, woran das liegen könnte? Ja, also das hat Tobias jetzt gerade eigentlich auch schon ein bisschen erwähnt. Das hängt natürlich damit zusammen, wenn sozusagen Fachkräfte sich nicht medienpädagogisch handlungssicher fühlen, schafft es natürlich auch irgendwie eine Distanz und eine Zurückhaltung dem Thema gegenüber. Und das wiederum bedeutet, es müsste sozusagen mehr Fortbildung und Befähigung der Fachkräfte geben. Und dafür braucht es natürlich Finanzierung. Geld. Und es gibt natürlich viele kleinere Projekte, Initiativen, die Medienpädagogik auch von Fachkräften in der frühkindlichen Bildung fördern sollen. Allerdings sind das sehr vereinzelte Projekte mit begrenzten Laufzeiten, die auch selten dann verbunden werden. So. Also das ist so ein bisschen ein Kritikpunkt vielleicht. Es ist ja so, dass wir uns an einem Politikfeld bewegen, in dem viel auf Freiwilligkeit gezählt ist. Politik kann nicht über Gesetzgebung Kitas verpflichten, diese Themen umzusetzen. Mhm. Also sie müssen Wohlfahrtsverbände und andere Träger überzeugen, dass es sinnvoll ist, diese Themen auch im Alltag zu setzen. Dann hoffe ich, dass diese Arbeit vielleicht dazu beitragen kann. Vielen Dank und einen herzlichen Glückwunsch an Sarah Spannruf und Tobias Titt. Danke. Vielen Dank. Danke. Ich nehme ein Mikrofon. Und damit kommen wir zu Platz zwei. Frau Dr., Professor Dr. Carola Richter ist nochmal bei mir und wird die Laudatio verlesen.
Der zweite Preis des Medius 2020 geht an Elena Frense für ihre Masterarbeit mit dem Titel Kinder- und Jugendmedienschutz in der digitalen Welt aus Perspektive junger Nutzerinnen, ein partizipatives Projekt. Die Arbeit ist im Studiengang Childhood Studies and Children's Rights an der Fachhochschule Potsdam entstanden und gereicht dessen Anspruch der Interdisziplinarität durch eine wirklich innovative Verbindung aus erziehungs- und kommunikationswissenschaftlichen Perspektiven zu Ehre. Die Frage nach einem zeitgemäßen Kinder- und Jugendmedienschutz ist nicht nur politisch brandaktuell, sondern muss auch die Perspektiven von Kindern selbst mit einbeziehen. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Kontext von digitalen Medien wird an- und ausdauernd diskutiert, aber meist wird dabei über die Kinder diskutiert, statt mit ihnen. Frau Frense hat richtig erkannt, dass ein Diskurs, der mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt und trotz sicherlich bester Absichten die Perspektiven der letztlich von den Jugendschutzmaßnahmen Betroffenen vernachlässigt, wenig zeitgemäß und lebensweltnah ist. Kinder haben aber nachdenkenswerte, innovative und eben auch kreative Vorstellungen davon, wie ihre eigenen Lebenswelten gestaltet sein sollen und das gerade auch für die digitale Welt, in die sie hineingeboren wurden. Der vorliegenden Arbeit gelingt es durch ihr partizipativ angelegtes Forschungsdesign ganz hervorragend, Kinderstimmen in der aktuellen Debatte um den Schutz und die Benachteiligung von Kindern im Netz sichtbar, hörbar und lesbar zu machen. Ihnen sollten und müssen wir zuhören, wenn wir einen modernen, an der Lebenswelt der Kinder orientierten Kinder- und Jugendmedienschutz auf die Beine stellen wollen. Frau Frenses umfangreiche Sichtung neuester deutscher und internationaler Forschungsliteratur, ihrem darauf aufbauenden exzellenten Forschungsdesign und der akkuraten methodischen Umsetzung ist es zu verdanken, dass uns hochrelevante und von Kindern selbst ausgehende Impulse für dieses politische und gesellschaftliche Vorhaben geliefert worden sind. Insbesondere das Herz des Deutschen Kinderhilfswerks und somit einer Kinderrechtsorganisation, die sich schwerpunktmäßig auch für Kinderrechte im digitalen Raum einsetzt, hat bei dieser Arbeit höher geschlagen. Aber eben nicht nur das Deutsche Kinderhilfswerk war begeistert, die Arbeit hat die Jury insgesamt durch ihre äußerst relevante Fragestellung, ihre innovative Methodik und ihren eben wahrhaft partizipativen Ansatz überzeugt. Elena Frense, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Elena, zu dieser schönen Arbeit und zu dem tollen zweiten Platz. Oder ist wahrscheinlich schwierig. Soll ich das motorisch irgendwie umsetzen können? Ich bin etwas eingeschränkt hier heute. Auch für dich haben wir eine wunderschöne Sketchnote vorbereiten lassen, die wir jetzt auch gleich mal sehen können. Da ist sie, sehr gut. Und dort oben sieht man, oder eigentlich so ganz links, ne, die Kinder und dann Risiko und dort oben Partizipation. Und wir haben vorher schon mal gesprochen und da hast du mir gesagt, ja, Jugendmedienschutz ist ja paternalistisch, das klang ja auch in der Laudatio an, und Erwachsene entscheiden eigentlich, was gut ist für Kinder, und Kinder dürfen eben nicht mitentscheiden, und du wolltest sozusagen gerne mal schauen, wie das aussieht, wenn die mitmachen dürfen. Und was ist, also warum ist dir diese Sichtweise erstmal so aufgestoßen, warum war es dir so wichtig, auf jeden Fall die Kinder mit ins Boot zu holen? Also zum einen ist es ja so, dass ich die Arbeit in Kindheitsstudien und Kinderrechte oder auf Englisch halt eben Childhood Studies and Children's Rights geschrieben habe. Und da steht natürlich auch die UN-Kinderrechtskonvention im Vordergrund. Und nach Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder einfach ein Recht darauf, in Belangen, die sie betreffen, gehört zu werden. Und mein Anliegen war es quasi, Artikel 12 auch damit umzusetzen, denn die digitalen Lebenswelten betreffen die Kinder unmittelbar. Und genau, da sollten sie einfach als Experten und Expertinnen ihrer Lebenswelt anerkannt werden. Und da steht es ja auch eben, ne, sie sollen also auch Teilnehmerinnen sein, sie sollen Akteurinnen sein, und dann steht da aber auch Risiko. Und mich hat interessiert, ob vielleicht Kinder andere Risiken sehen als eben die Erwachsenen. Also es ist nicht so, dass Kinder komplett andere Risiken wahrnehmen als auch in die Risiken, die quasi im Jugendmedienschutzdiskurs auch beschrieben werden. Nicht völlig andere auf jeden Fall, aber die setzen auf jeden Fall meiner Wahrnehmung nach oder meiner Studie nach andere Schwerpunkte. Also Gewalt und Pornografie sind ja zum Beispiel Themen, die einfach so inhärent mit dem Jugendmedienschutz verknüpft sind, und das waren Themen, die jetzt weniger im Vordergrund standen. Viel wichtiger war für die Kinder und Jugendlichen eigentlich, waren die Interaktionsrisiken, aber auch Datenschutz und Privatsphäre. Und das sind so Risikodimensionen, die jetzt auch im aktuellen Jugendmedienschutzdiskurs auf jeden Fall eine zentrale Rolle spielen. Nicht so in dem älteren, die jetzt auch sich noch im
derzeitig noch aktuellen Jugendmedienschutzgesetz befinden, genau, die da sozusagen angesprochen werden. Aber ja, also es gab auf jeden Fall auch trotzdem noch Risiken, die mich überrascht haben. Zum Beispiel? Also, zum Beispiel die Flammen auf Snapchat wurden zum Beispiel benannt, so als suchtförderndes Element quasi. Ne? Das wurde auch kritisch betrachtet, auch von der jüngeren Gruppe und der älteren Gruppe genauso. Ich habe mit zwei Altersgruppen gearbeitet. Aber auch zum Beispiel die Geschäftsmodelle von Influencern und Influencerinnen oder deren ja, genau, unrealistische oder unerreichbaren Schönheitsideale. So, da wurde eigentlich quasi im Endeffekt so eine Art Code of Conduct von den Kindern erarbeitet, die für die gelten sollten. Genau, das war schon was Neues irgendwie. Und nun ist jetzt deine Arbeit wie so eine Art Leuchtturmprojekt, aber wie könnte so ein Jugendmedienschutz aussehen, der also die Perspektive der Kinder noch viel stärker mit einbezieht? Kann man das in zwei, drei Sätzen sagen? Na, man muss auf verschiedenen Ebenen gucken, auf jeden Fall. Also es gibt ja quasi so drei Säulen im Jugendmedienschutz. Es gibt ja nicht den einen Jugendmedienschutz. Und wenn man zuerst einmal den, können mit dem regulatorischen anfangen, den regulatorischen Medienschutz uns angucken, da geht es ja quasi um die Gesetzgebung oder auch um die freiwillige Selbstkontrolle oder die ja, genau, dieses System sozusagen. Und da könnten auf jeden Fall Kinder partizipieren. Also beispielsweise in der, das haben wir auch in der Studie gemacht, in der Entwicklung von Kriterien für Altersfreigaben. Da beispielsweise. Das wäre jetzt eine für die Dimension des Regulatorischen. Dann aber auch auf dem technischen Jugendmedienschutz. Also wenn Kinder einfach zum Beispiel bei der, also bei der Entwicklung von Produkten mit den Diensteanbietern zusammenarbeiten könnten, dann könnte einfach da schon direkt angesetzt werden an den Nutzungsgewohnheiten und auch einfach direkt Features, technische Features implementiert werden, die Kinder aktiv und effektiv schützen. Also ich hoffe, ein paar Menschen oder relevante Stellen haben gerade zugehört. Das wäre sicherlich eine spannende Sache. Ja, total. Und genauso gibt es dann ja den erzieherischen Jugendmedienschutz, der quasi Bildungsinstitutionen, also formelle und informelle, aber auch das Elternhaus oder eben genau die Erziehungsberechtigten quasi so betreffen. Und also da lässt sich auch total viel lernen von der Perspektive von Kindern. Das wurde ja eben auch schon in dem Talk angesprochen. Also wenn da einfach in, also Medienerziehung schon im institutionellen Kontext, auch in der Schule oder im außerschulischen Bereich, Kinder mit einbezogen werden in die Konzeption von diesen Angeboten, dann werden wir einfach viel näher an der Lebensrealität von den Kindern. Und im Umkehrschluss wurden auch Formate vorgeschlagen, beispielsweise zum Beispiel so Peer Education kam so als Thema auf in der Studio, weil die einfach gesagt haben, ja, die Erwachsenen, die mit uns darüber sprechen, die haben eigentlich gar keine Ahnung, was wir auf TikTok machen. Also ja, die wissen, oder meine Mutter versteht auch nicht, warum ich beim Shoppen eine Instagram-Story irgendwie posten muss. Ja, die haben da einfach diese große Lücke wahrgenommen, diese Digital Generation Gap zwischen Erwachsenen und eben den Jugendlichen und Kindern. Und also da einfach zuzuhören und am Ball zu bleiben und anzusetzen, wäre auf jeden Fall mein Plädoyer. Das geben wir einfach mal an die Medienpädagoginnen und Pädagogen, die gerade zuschauen, weiter. Zum einen die eine eigene Neugier für diese Plattform aufzubringen, aber vielleicht auch die Kinder und Jugendlichen voneinander lernen zu lassen. Elena Frenze, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielleicht noch eine ganz kurze Info. Ich kann das jetzt gerade gar nicht gerade in die Kamera halten, aber ich habe diese Arbeit auch als Buch veröffentlicht. Also die ist auf jeden Fall jetzt öffentlich zugänglich unter dem Titel Partizipativer Jugendmedienschutz. Anforderungen an einen zeitgemäßen Jugendmedienschutz aus Perspektive von Kindern und Jugendlichen. Und insofern war für alle nachlesbar und vielleicht interessiert es ja den einen oder die andere. Sehr gut. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und viel Erfolg. Ja, danke schön. Und damit kommen wir auch zum ersten Platz des Medios 2020. Eine besondere Abschlussarbeit, die Laudatio hält Christian Kitter von der FSF. Mit dem 2018 beschlossenen Digitalpakt Schule möchte die Bundesregierung die digitale Ausstattung an Schulen in den kommenden Jahren mit 5 Milliarden Euro fördern. Lerninfrastrukturen und digitale Medien sollen neue Lernformen ermöglichen und so unter anderem zu einer individuellen Gestaltung von Bildung und dem Ausgleich von Bildungsbenachteiligungen beitragen. Allerdings wurden bis dato gerade einmal 125 Millionen Euro, also 2,5% des Budgets, bewilligt, was unter anderem daran liegt, dass jede Schule einzeln ihre Bedarfe ermitteln und ein Medienkonzept ausarbeiten muss, bevor sie überhaupt Mittel beantragen kann. Ähnlich wie bei der Umsetzung der Inklusion sind nun also wieder die Schulen oder sogar die einzelne Lehrkraft gefordert, geeignete Lernkonzepte und Materialien für die Medienbildung ausfindig zu machen, um den neuen Ansprüchen des digitalen Lernens gerecht zu werden.
Darüber hinaus zeigen die vergangenen Wochen des Homeschoolings, wie wichtig durchdachte digitale Lernkonzepte sind, insbesondere für Schülerinnen und Schüler aus bildungsbenachteiligten Zusammenhängen. Genau dieser Problematik und Herausforderung haben sich Franziska Schaper in ihrer Masterarbeit an der Universität Bielefeld und Henry Schaper in seiner Bachelorarbeit an der Fachhochschule Bielefeld in ihrem aufwendigen interdisziplinären Bachelor-Masterarbeitsprojekt angenommen. Am Anfang stand die Idee eines Lehr-Lern-Konzepts für inklusive Settings, das nicht nur zur Reflexion des Umgangs mit digitalen Kommunikationsformen anregt, sondern auch zu einem kompetenten Umgang mit digitalen Endgeräten beiträgt. Daraus entwickelte sich auf Grundlage einer wissenschaftlich fundierten Konzeption die Ausarbeitung sowie die prototypische Umsetzung der interaktiven Bilderbuch-App Theodor und das Schreiben der Stadt für Tablets und darauf aufbauend die wissenschaftliche Erarbeitung begleitender Unterrichtsmaterialien für die schulische Medienarbeit. Nicht nur die Kooperation der beiden Studiengänge Erziehungswissenschaft und Gestaltung ist Ausdruck der interdisziplinären Kooperation, sondern auch die Bearbeitung unterschiedlicher Disziplinen. Dazu gehören die inklusive Didaktik, Sonderpädagogik und Medienpädagogik auf der einen Seite, sowie Bilderbuchforschung, Medientheorie, Bildungspolitik und klassische Gestaltungsfelder wie Storytelling, Typografie, Character Design und Stop-Motion-Animation auf der anderen. Dies führt im Laufe des Projekts zu enormen Synergieeffekten für die praktische Umsetzung. Die liebevoll und detailfreudig gestaltete App Theodor und das Schreiben der Stadt ist eine originelle, leicht verständliche, didaktisch wohldurchdachte und dabei tiefgründige Geschichte über die Herausforderungen der Kommunikation. Sie zieht durch ansprechende Illustrationen, Animationen und interaktive Steuerelemente vor allem, aber nicht nur, die Zielgruppe der Kinder ab 8 Jahren in ihren Bann. Als medienthematischen Schwerpunkt der Geschichte wählen Franziska und Henry Schaper das Thema Online-Kommunikation mit all ihren bekannten Schlagwörtern wie Fake News, Always On, Hate Speech und Cybergrooming. Und sie wählen damit das Thema, das sich in den letzten Jahren als das Bestimmende und Problematischste für Lehrkräfte herauskristallisiert hat, wenn es um die Entwicklung von Medienkompetenz in der Schule geht. Zusätzlich liefert ein sehr informatives und theoretisch fundiertes Begleitheft für Lehrkräfte nicht nur Hinweise zum Umgang mit der App, sondern enthält auch mögliche Unterrichtsentwürfe, die das differenzierte Unterrichten unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse lernbeeinträchtigter Kinder ermöglichen. Sowohl auf wissenschaftlicher Ebene als auch im Rahmen der praktischen Umsetzung fasziniert die Arbeit, indem sie zeigt, wie inklusiver Unterricht vor allem im Kontext von Medienbildung stattfinden kann, welche Herausforderungen dabei zu bewältigen sind und welche Kriterien die wichtigste Rolle spielen, damit Kindern in Zukunft ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Handeln in digitalisierten Medienlandschaften ermöglicht werden kann. Die hochwertig gestaltete App und das mit hohem pädagogischem Engagement entwickelte didaktische Begleitheft stehen professionellen Produkten und Lehrmaterialien in nichts nach. Wie und mit welchem Aufwand die beiden Studierenden all die genannten Aspekte in ihren Arbeiten darstellen und am Ende fokussiert auf die praktische Anwendbarkeit im Unterricht umsetzen, hat uns als Jury begeistert. Daher freue ich mich, Franziska und Henry Schaper für ihre Arbeit inklusive Medienbildung mit der App Theodor und das Schreiben der Stadt heute mit dem ersten Preis des Medius 2020 auszeichnen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Henry und Franziska Schaper, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ihr kommt ruhig ein Stück nach vorne. Ihr seid zwar ein Paar, aber ihr kommt aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wer von euch hatte die initiale Idee, dieses gemeinsame Projekt zu starten? Schwer zu sagen. Also ich glaube, das war so ein bisschen aus meiner Richtung, weil ich komme ja aus der Gestaltung und dieser Studiengang ist an sich eigentlich schon immer sehr interdisziplinär angelegt, weil man mit sehr vielen verschiedenen Techniken arbeitet und das Ganze auch reflektiert und weil man natürlich auch immer irgendeine Art von Inhalt braucht, die man dann gestaltet und auf der Suche danach und über Franzis Tätigkeit an der Uni und den gemeinsamen Austausch sind wir dann eigentlich dazu gekommen, dass man gemeinsam sowas realisieren sollte. Ja.
Wir haben auch für euch eine Sketchnote machen lassen. Da vorne seht ihr sie oder auch in ganz groß ist sie auch nochmal hinter euch zu sehen. Da sehen wir auch eben die beiden Bereiche, den sozusagen von Henry und auch den von Franziska. Henry, du warst ja eben für, da steht es auch nochmal, die Illustration, die Typografie, sozusagen alles, was irgendwie so rund um die App, sage ich mal, mit dem Äußeren oder zumindest Sichtbaren erstmal zu tun hat, irgendwie verantwortlich. Wie gestaltet man denn eine App ansprechend für Kinder? Kannst du da so ein paar Kriterien nennen? Ja, also das ist natürlich schwierig. Ich habe zuallererst mich gefragt, wie es denn bei mir damals war. Also wir hatten mal geguckt in den App Store irgendwie, was sind im Moment so die Angebote für Kinder in dem Alter, und wir waren von vielen Angeboten nicht so begeistert. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, zur Inspiration überlegt, was habe ich damals genutzt und so, was waren das auch für Bücher und andere Medien, und bin dann dazu gekommen, dass es darin vielleicht Qualitäten gibt, die ich gerne heutzutage sehen würde wieder. So analoge Qualitäten eigentlich, die diese Medien dann auch irgendwie nahbar und greifbar und verständlich machen. Und das war so mein erster visueller Ansatz. Und naja, dann in Kombination mit Franzi, die da den Blick hat, auch durch die Praktika natürlich, die sie schon gemacht hatte und so, sind wir dann dahin gekommen, das langsam gemeinsam zu erarbeiten. Und wenn wir also auf die Unterrichtseinheiten kommen, was du also gestaltet hast, was macht denn eine gute Unterrichtseinheit aus für Schülerinnen und Schüler? Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Facetten, die man da einhalten sollte. Was ich sehr hervorgehoben habe, ist vor allen Dingen die Rolle der Lehrkraft, weil sie da natürlich gerade, also meine Masterarbeit hat den Fokus auf Kinder mit Lernschwierigkeiten gesetzt. Einmal die, aber dann natürlich alle anderen auch. Und gerade Kinder mit Lernschwierigkeiten brauchen sehr, sehr viel Hilfe, sehr, sehr viel Hilfestellung. Und es ist natürlich super, wenn die Lehrkraft das genau anpassen kann, je nachdem, wie viel Hilfestellung das Kind wirklich braucht. Weil wenn es zu viel Hilfestellung benötigt, dann muss es sich nicht mehr anstrengen, und die ganzen Kompetenzen, die ja gerade die Medienkompetenzen, ja gerade das Internet und gerade die digitalen Medien, die haben das ja so, dass diese gar nicht strukturiert sind, dass man eine Fülle hat in ganz vielen verschiedenen Schwierigkeitsgräden. Und dann ist es schwierig für Schülerinnen und Schüler, da natürlich das rauszusuchen, was für sie ansprechend ist. Und gerade das muss dann die Lehrkraft eigentlich leisten, dass die Schüler dann eben Texte bekommen, die auf ihrem Niveau sind. Und diese Hilfestellung muss dann nach und nach zurückgefahren werden, sodass die Schüler dann in die Rolle selber schlüpfen können und selber entscheiden können, ja, der ist zu schwierig, der ist einfach, wie kann ich das einstellen, damit ich einen Text finde, den ich verstehen kann, wie plane ich überhaupt mein Lernen, also wie motiviere ich mich selber, wie überwache ich mich selber, dass ich mich konzentrieren kann und so weiter. Da ist natürlich die Lehrkraft vor allen Dingen nötig, und da habe ich dann versucht, eben ein bisschen Hilfestellung im Unterrichtsmaterial zu geben, deswegen waren sehr, sehr viele Unterrichtsplanungen auch dabei, wo ich dann eben den Lehrkräften Hilfestellungen angeboten habe, die sie nutzen können für die Schülerinnen und Schüler, aber gleichzeitig auch gesagt habe, ja, nutzt es, wenn es nötig ist, nur dann und bei jedem Kind am besten individuell. Und vielleicht so ganz kurz, was bedeutet das? Weil ich denke jetzt gerade so an Corona, Lehrkraft ist total wichtig, gleichzeitig digitales Arbeiten, wie zum Beispiel über eine App, ist total wichtig. Wie gut geht denn das zusammen? Also man hat den digitalen Lehrinhalt, aber jetzt ist der Lehrer nicht da. Ja, das ist sehr schwierig. Oder war sehr lange nicht da. Ja. Also manche digitalen Medien können das ja schon so ein bisschen anpassen. Die haben dann selber die Funktion bei einer Matheaufgabe zum Beispiel, dass sie dann, wenn das Kind die lösen konnte, die vorher, dann kriegt das Kind eine schwierigere Aufgabe oder nochmal die gleiche. Und wenn das Kind das nicht lösen konnte, eine einfachere. Dann können die dann solche Hilfestellungen geben. Aber gerade bei Kindern mit Lernschwierigkeiten ist das sehr schwierig. Denen fällt das sehr schwer. Trotzdem noch. Also die raten manchmal auch, dann kommen sie vielleicht aufs richtige Ergebnis, vielleicht auch nicht. Die können sich vielleicht auch bei einer Videokonferenz gar nicht so lange konzentrieren. Das kann natürlich vieles einfacher machen, gerade die digitalen Medien. Wenn man jetzt nur ein Arbeitsheft hat oder nur ein Arbeitsblatt, das ist natürlich überfordernd, gerade für die Kinder. Dann sind Videokonferenzen und andere Tools, die man dann einsetzen kann, natürlich eine große Hilfestellung, aber die können Lehrer niemals ersetzen. Dann einen großen Applaus für euch, für diese tolle Arbeit und auch diese schöne Einschätzung. Und natürlich gibt es auch noch mal Blümchen für euch und die schöne Sketchnote. Herzlichen Glückwunsch. Danke.
Und damit bedanke ich mich bei Ihnen allen, die zu Hause zugeschaut haben, die heute unser Sommerforum Medienkompetenz und den Mediuspreis 2020 mitverfolgt haben. Danke natürlich auch an Alex TV, dass wir heute wieder hier sein durften. Und natürlich vielen Dank für alle, die auch immer Fragen eingereicht haben und für alle, die das Ganze auch nochmal nachschauen wollen, die das Ganze nochmal weiterverteilen wollen. Diese gesamte Veranstaltung gibt es auch nochmal im Anschluss auf YouTube, auf dem Kanal von Alex TV und auch auf dem Kanal von der FSF. Wenn Sie bereits Ideen haben, welche Arbeit im nächsten Jahr prämiert werden könnte, dann ist auch das möglich, schon die nächsten Arbeiten einzureichen. Ich freue mich darauf, Sie im nächsten Jahr wiederzusehen. Bis dahin einen sehr schönen Abend und bis zum nächsten Jahr.